Ja, herzlich willkommen zu diesem Video hier im Sonnenuntergang auf Koh Phangan. Und ich wurde schon angesprochen, dass das hier im Hintergrund irgendwie alles total unecht aussieht. Wie so eine Fotoleinwand oder keine Ahnung, wie man bei Zoom diese Hintergründe machen kann. Aber glaubt mir, das ist echt. Also ich sitze hier wirklich und ich kann euch gerne mal ganz kurz den Sonnenuntergang zeigen, dass ihr mir das auch wirklich glaubt. Ich wähle natürlich extra den Sonnenuntergang aus, weil die Zeit einfach die beste ist. Vom Licht her erstens, also ich habe jetzt wirklich perfektes Licht, kann man so sagen. Und auf der anderen Seite, es ist jetzt nicht mehr ganz so heiß. Ihr seht, guck mal, ich schwitze schon, obwohl jetzt sind so, ich sag mal, 30, 32, 33 Grad und trotzdem in der Sonne ist es natürlich immer noch mal einen Tacken wärmer. Und genau, das dazu. Und heute geht es in dem Video um das Thema, wie du es schaffst, finanziell unabhängig zu werden und deine Rente absicherst, auch wenn du noch ganz am Anfang stehst. Und ja, die Frage, die sich generell dahinter verbirgt, ist eigentlich die, was ist denn überhaupt dieses berüchtigte Hamsterrad? Und im Grunde kann man sich das so vorstellen, wenn du zum Beispiel dich schneidest mit einem Messer, dann ist das Ganze noch nicht so schlimm und es blutet ein bisschen und das kann man dann wieder wegwischen und das wächst dann schon wieder zu. Schneidest du dich aber zweimal, dann ist das schon ein bisschen schlimmer. Beim dritten Mal ist es schon blöd und beim vierten Mal denkst du so, hä, was bin ich denn für ein Pechpilz? Und wenn du jetzt aber 1000 Schnitte hättest, 1000 kleine Schnitte, dann ist das genauso gefährlich, wie wenn du einen großen Stich ins Herz kriegst. Denn es ist eigentlich egal, ob es 1000 kleine Schnitte sind oder ob es der eine große ist. Entscheidend ist, wie viel Schaden das anrichtet. Also ganz viele kleine Dinge richten eben genauso großen Schaden an, wie eine große Explosion oder sowas. Und das machen wir aber den ganzen Tag mit unseren Finanzen. Das heißt, wir haben immer überall so eine Art Overhead. Ja? Wir haben hier eine kleine Ausgabe, da eine kleine Ausgabe, hier ein bisschen was dazu gekauft, da noch, ja komm, bestell halt das große Getränk von der Karte etc. pp. Die eine Klamotte leiste ich mir noch, das Auto braucht neue Winterreifen, das müssen wir jetzt auch noch tun etc. pp. Ihr kennt das. Und am Ende ist genau das Hamsterrad, nämlich die Ausgaben, die ihr den ganzen Tag macht, zusammen addiert, sind ja das Hamsterrad, also sprich, die Einnahmen sind mindestens mal die Einnahmen, die ihr im nächsten Monat wieder organisieren müsst. Denn hättet ihr diesen Monat keine Ausgaben, dann müsstest du auch im nächsten Monat nicht arbeiten. Und da sind wir wieder bei dem Thema Krise. Wie stellt man sich in einer Krise so auf, oder generell, wie stellt man sich so auf, dass man krisenfest ist? Und das ist unter anderem, indem du deine Ausgaben so gering wie möglich hältst. Denn wenn du keine Ausgaben hast, dann brauchst du auch keine Angst davor zu haben, dass du keine Einnahmen mehr hast. Im Gegenteil, dann kannst du gechillt in aller Ruhe schauen, wo kriege ich jetzt die nächsten Einnahmen her, weil ich habe ja keinen Druck, keinen Stress, ich habe ja nichts zu verlieren. So, und ja, aber wie, also man muss ja, also man muss sich ja, also jetzt kommen die ganz typischen Sprüche, ne? Ja, ich will ja nicht, also am Minimum leben und man muss sich ja auch mal was leisten und ich lebe ja nicht nur, um arbeiten zu gehen etc. Ich auch nicht. Unsere Ausgaben sind deutlich geringer als in Deutschland, obwohl ich in einer so schönen Kulisse, ja, das sieht aus wie eine Fake-Kulisse, lebe und arbeite, das ist ja meine Arbeit hier, was ich gerade tue, haben wir unsere Ausgaben trotzdem so weit reduziert, dass wir deutlich, deutlich, deutlich weniger ausgeben, als wir verdienen. Also wir, meine Frau Peggy und ich. So, und das ist finanzielle Unabhängigkeit. Wenn du in aller Ruhe, ganz gelassen, deutlich mehr Geld verdienst, als du ausgibst. Und die meisten schauen immer nur aufs Verdienen. Wie schaffe ich es, 5.000 Euro zu verdienen? Wie schaffe ich es, 10.000 Euro zu verdienen? Wie schaffe ich es, 100.000 Euro zu verdienen? Aber keiner schaut mal auf die Ausgaben, denn es nützt dir nichts, wenn du 100.000 Euro im Monat verdienst, aber 101.000 Euro ausgibst.
Ja, dann bist du genauso pleite wie jemand, der nur 1000 Euro verdient und 1100 Euro ausgibt oder 1000 oder 1000 und 10 Euro ausgibt, um im Vergleich zu bleiben. Gut, aber wie kann man das jetzt praktisch umsetzen? Ich will heute nicht herumlabern. Also mein Tipp Nummer 1 ist, um sicher durch eine Krise zu kommen, reduziere jetzt deine Ausgaben, am besten so niedrig es geht, und schlafe in Zukunft in jeder Krise wie ein Stein. Und wie kann man das jetzt nun konkret machen? Erstmal ganz einfach die Idee: Jede Position, die du als Ausgabe hast, braucht eine Gegenposition, die du als Einnahme hast. Und zwar kann man das immer direkt verbinden. Beispielsweise, du hast eine Wohnung, wo du Mietausgaben hast. Sorg dafür, dass du mit dieser Wohnung auch Mieteinnahmen hast. Beispielsweise, wenn ihr mal im Urlaub seid, 14 Tage, vermiete sie doch per Airbnb. Hast du dann ein Zimmer übrig, vermiete es doch per Airbnb. Nimm mal Feriengäste auf oder wie auch immer. Ja? Das Gleiche gilt für ein Büro übrigens und für die ganzen anderen Räumlichkeiten, die man so hat. Das Gleiche kann man mit einem PKW machen. Hast du Ausgaben für ein PKW, eine monatliche Rate oder irgendwas, oder hast es mit einmal bezahlt, hast du trotzdem diese Position aufgemacht, dann sieh zu, dass du mit dem PKW wieder Geld reinholst. Zum Beispiel, indem du ihn ebenfalls vermietest, indem du vielleicht keinen Neuwagen kaufst, der halt ganz, ganz schnell im Preis fällt, sondern eher einen Oldtimer, der vielleicht sogar noch im Preis steigt, indem du vielleicht auf dem Weg zur Arbeit jemanden mitnimmst, oder indem du vielleicht überhaupt das Auto ja, von der Steuer absetzt und deine Wegkosten bezahlt bekommst und damit vielleicht sogar einen kleinen Gewinn machst, ja. Und ja, wir können da jetzt noch viele Sachen durchgehen. Ich will euch aber praktische Tipps geben. Und zwar, wie eliminiert man Geldfresser? Und lass uns mal die typischen Geldfresser durchgehen, an die oft keiner denkt. Thema Abonnements, Abos, ja. Zum Beispiel bei dem Entertainment. Viele haben von euch Spotify, Netflix, Sky, Amazon Prime und oft mehrere davon. Was kann man genau tun? Kündige 3 von 4, so hast du nur noch einen, und teile dir den Account mit anderen. Und dass sie jetzt gerade daran arbeiten, das verbieten zu wollen, bin ich mal gespannt, wie sie es machen wollen, zeigt eigentlich, dass das eine sehr, sehr clevere Idee ist, weil ihr nämlich richtig Geld spart. Denn wenn es nur 10 Euro im Monat sind, den ihr spart, das sind 120 Euro im Jahr, das sind 1200 Euro in 10 Jahren. Und wir waren gerade mal bei A wie Abos. Ja? Weiter geht's mit PayPal. Schau mal in deinen PayPal-Account, da kannst du nämlich hinten unter Kontoeinstellung, kannst du schauen, was du für Abonnements hast. Und ganz oft sind das ganz kleine Sachen, ja? Ja, hier mal dort so eine kleine App gekauft oder irgendwas, da gehen 3,99 € pro Jahr weg, ist ja nicht viel. Kündige diese ganzen Abos. Und du wirst sehen, plötzlich hast du vielleicht 100, 200, 300 € mehr im Jahr zur Verfügung. Manchmal sind da übrigens auch echt große Dinger dabei. Gleiches gilt für Handy-Apps, ja? Ja, jeder von euch hat Handy-Apps, guck mal, ob da noch Abos dabei sind, ob man die nicht einfach mal kündigt. So, Sport, Fitnessstudio, Anfang des Jahres. Dieses Jahr ziehe ich es durch. Ich will He-Man werden und ich will wie Schwarzenegger aussehen. Oder ich will endlich meinen kleinen Rettungsring loswerden. Jetzt geht's ins Fitnessstudio. Was passiert? 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, volle Motivation. 5. Woche, naja, diese Woche nicht. 6. Woche, okay, nächste Woche gehe ich wieder. Und irgendwann versieht man sich und man zahlt nur noch ins Fitnessstudio und geht gar nicht mehr hin, und das können eben sehr schnell auch mal 50, 60, 70 Euro im Monat sein, wenn man in einem guten Fitnessstudio ist. Also kündige das. Das Gleiche gilt für Sportvereine, überhaupt Vereine, ja, wenn du da nicht bist. Also wenn du für einen Verein bist, wo du auch was machst, wo du dich engagierst, super Idee, bleib da, mach weiter. Wenn du da nichts machst, geh da raus. Das Gleiche gilt für Lizenzen und Software. Ja, jeder von uns hat irgendwelche Antivirenprogramme, die sich jedes Jahr erneuern, irgendwelche Creative-Cloud-Systeme über Google oder Adobe oder Office-Pakete oder keine Ahnung was. Kündigt den ganzen Scheiß. Dann kann ich aber nicht mehr arbeiten. Doch kannst du. Es gibt nämlich kostenlose Alternativen. Jetzt stellst du da einmal um, dass da ist, macht dir vielleicht 2, 3 Stunden Arbeit und du sparst in Zukunft, nehmen wir nochmal Adobe Creative Cloud, was ungefähr, ich glaube, 130 € im Jahr kostet. Das sind in 10 Jahren 1300
Euro, die du mit 3 Stunden Arbeit mal ebenso gespart hast, weil du 3 Stunden von dem einen System aufs andere umstellst, nämlich auf ein kostenloses, die gibt es da draußen, und plötzlich da wieder 1.300 Euro, bei den Lizenzen nochmal 1.300 Euro, beim Sport vielleicht sogar 2.000 oder 3.000 Euro, wie gesagt in 10 Jahren, bei PayPal nochmal 2.000, 3.000 Euro, bei Entertainment 1.000 Euro, da kommt ganz schön was zusammen, ne? Was ist mit Gaming? Ja, vielleicht zockst du ja auch Spiele. Schau mal, ob du da noch Abos hast, ob du die kündigen kannst. Zeitschriften, Magazine liest heute keine Sau mehr. Wenn du es noch machst, wenn du das noch haben willst, das Papier in der Hand hältst, dieses schöne, naja, bunte, gebleichte Papier, dann geh doch einfach in eine Arztpraxis und hol es dir da. Nur mal als Idee. Schau doch mal, wo Magazine sind, die man sich auch so nehmen kann. Muss man dafür bezahlen? Dann ist man vielleicht eine Woche später dran. Mein Gott, da geht die Welt auch nicht unter. Ich schaue schon seit 10 Jahren oder so keine Nachrichten mehr und ich existiere noch, ich lebe noch. Wahnsinn. Genau, bei sowas. Versicherung, einer der größten Dinge. Alleine, wenn du hast eine Unfall. Versicherung, du hast eine Berufsunfähigkeitsversicherung, du hast eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung, eine Kfz-Versicherung, eine Krankenversicherung, eine Reiseversicherung. Glaub mir, 80-90% der Deutschen sind überversichert. Und das liegt daran, dass diejenigen, die ganze Zeit erzählen, dass man nicht genügend Versicherung haben kann, selber daran verdienen, dass sie dir Angst machen, ein schlechtes Gewissen. Und du plötzlich eine Versicherung dazu kaufst. Nehmen wir nochmal das eine Beispiel: Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ganz oft sind zum Beispiel ein Unfall am Arbeitsort in beiden Versicherungen abgesichert. Das heißt, du musst entweder machst du das eine oder das andere. Ja, du musst nicht beides haben. Ja, dann ist ja hier wieder was Spezielles und hier wieder was Spezielles. Achte einfach mal drauf, wo du was Doppeltes hast. Und ich kann dir sagen, ich habe gar keine Versicherung und ich existiere, ich lebe. Ja. Ich habe zwar zurzeit eine kleine Krankenversicherung, aber die ist nur so auf Notfälle gemacht, so dass wir zahlen dafür 1.200 Euro pro Jahr. Ja, also was möglich ist, das sieht man zum Beispiel eben an mir, wenn man es denn will. Genau, Wohnungen und Verträge. Ja, klar, also neben dem Auto ist natürlich die Wohnung eines der größten, ich sag mal, Geldfresser überhaupt. Und auf der einen Seite zahlst du Miete, dann zahlst du noch Strom und Gas, dann zahlst du Internet, dann zahlst du Handykosten, dann hast du Fernsehen, dann hast du GEZ etc. pp. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal deinen Vermieter fragst, ob du eine günstigere Miete bekommst? Ich glaube, jetzt zu Corona-Zeiten kann man es sogar aussetzen. Wenn du mal jeden, nämlich deinen Strom- und deinen Gasanbieter, falls du den hast, einfach mal kündigst. Kündige doch einfach mal. Mal sehen, was passiert. Die haben eine Versorgungspflicht, also du hast ein Grundrecht auf Versorgung. Das heißt, niemand schaltet dir irgendwas ab, sondern die müssen dich notversorgen, also wenn du keinen Vertrag hast. Das heißt, kündige einfach mal. Und aus meiner Erfahrung ist es so, die rufen schon an. Die rufen dann schon einen Monat oder 2 Wochen vorher an und sagen, naja, wir hätten dann doch ein Angebot für sie, was halb so teuer ist wie das letzte. Wären sie damit einverstanden? Weil sie nämlich Angst haben, dass du wechselst. Und wenn dir das zu riskant ist, dann geh einfach mal auf diese ganzen Vergleichsplattformen wie, mir fällt jetzt keins ein, einfach gib mal einen Stromvergleich oder Strompreisvergleich im Internet und dann findest du schon günstigere Anbieter als wie du jetzt hast. Garantiert. Das kannst du übrigens jedes Jahr machen. Das gleiche gilt bei Internet. Ja, da gibt es ja Vodafone, Telekom, da gibt es inzwischen auch andere Anbieter. Schau mal, dass du da vergleichst. Handy. Ja, Handys sind viel zu faul, einfach zu ändern. Dann kriegen sie das tollste, neueste Handy dazu und zahlen sich am Ende tausende Euro zu viel, nur weil sie das neueste vom neuesten Modell haben, während die alten gar keinen Unterschied haben. Ja, ich habe ja auch ein, keine Ahnung, 1,5 Jahre altes Modell, das iPhone X. Und das ist eine super Qualität. Du siehst, das Video ist perfekt. Also, warum soll ich mir überhaupt was Neues kaufen, ne? Genau, und das Gleiche gilt für den Fernseher. GEZ kommt man, glaube ich, nicht umher, es sei denn, man wendet Tricks an. Aber ja, man muss ja nicht unbedingt hier das Abonnement von Sky und so weiter, wie sie alle heißen, und von Disney Channel haben. Was ist mit deiner Verpflegung? Zum Beispiel gehst du außer Haus essen. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal zu Hause kochst oder
wenn du mit dir mal nicht die Pizza liefern lässt, sondern halt eben eine Pizza selber backst. Und du wirst sehen, das ist teilweise halb so teuer und noch günstiger und es hält doppelt so lang. Ja? Also du hast, wenn du einmal eine Pizza backst, hast du 2 Tage was davon. Wenn du einmal eine Pizza bestellst, da hast du nur einmal was davon. Ja? Verpflegung für Arbeit und Ausflüge vor Ort könntest du ja kaufen, statt dass du auswärts essen gehst, wenn du auf Arbeit bist. Und man kann sich Flaschen kaufen. Ich habe zum Beispiel hier, ich trinke Wasser. Und da kann ich dir einen Tipp geben. Wir nutzen zum Beispiel, hauptsächlich, weil man hier das Wasser aus dem Wasserhahn nicht trinken kann, aber das ist sehr, sehr geil. Es gibt so eine Art Life Straw, nennt sich das, also Überlebensstrohhalm sozusagen. Und der ist etwa so groß. Und da drin ist ein Aktivkohlefilter. Und da hast du einmal noch so einen Sack dazu. In den Sack tust du das Leitungswasser rein. Das hängst du dann irgendwo oben an die Garderobe. Dann hast du einen Schlauch dazu. Und unten hast du dann diesen Aktivkohlefilter. Und dann hast du einen Krug oder irgendwas, wo du es auffängst. Oder eine Wasserflasche. Und so kriegst du aus jedem noch so dreckigen Wasser, außer als Salzwasser geht nicht, aber ansonsten aus jedem Wasser, kriegst du Trinkwasserqualität raus. Das heißt, du filterst das einfach und kriegst Trinkwasserqualität. Dann brauchst du keine Flaschen mehr schleppen, kein Wasser mehr kaufen. Also in Deutschland oder Österreich, Schweiz ist sowieso die Wasserqualität aus dem Wasserhahn super. Dann, wenn du noch Geschmack haben willst, dann gibt es so, ja, so Einsätze, die man machen kann. Schau dich da mal um. Du sparst enorme Kosten bei sowas. Shoppen gehen, ja, erspar oder es gibt die sogenannten Spontankäufer, vielleicht kennst du das. Wie wäre es, wenn du dir eine Regel einführst, dass wenn du etwas kaufen willst, dass du es dir erstmal zurücklegen lässt und sagst, ich komme später wieder, nämlich morgen oder übermorgen, legen Sie es mir 2 Tage zurück. Und in der Zeit überlegst du dir, ob du es wirklich brauchst, ob du es nicht woanders günstiger bekommst oder ob du nicht jemanden kennst, der es dir vielleicht sogar schenken kann, das Ganze. Ja? Warum nicht? Das ist ein kleiner Zettel im Portemonnaie. Das heißt, wenn du die Karte rausholst, ist da dieser Zettel drin. Achtung, lass es dir zurücklegen. Okay, dann sagst du, könntest du mir das 2 Tage zurücklegen und verzichte darauf, dass du solche Spontankäufe machst, dann sparst du enorm viel Geld. Ganz oft wirst du feststellen nach 2 Tagen, ach, ich brauche das eh nicht. Das gleiche gilt für Kauf von Neuwaren. Inzwischen gibt es eBay, Kleinanzeigen etc. Guck mal, ob du was Gebrauchtes kriegst. Ratenkäufer, ja. Lass am besten die Finger davon. Es ist viel zu einfach. Wenn du aber jetzt, ich sag mal, eine Anlagestrategie fährst und Geld brauchst, dann ist es gar nicht so dumm, einen Ratenkauf zu machen. Gerade jetzt in Zeiten, wo wahrscheinlich die Inflation bald nach oben schießen wird. Denn das Geld, also wenn du 10 Euro pro Monat zurückzahlen musst, ist es ja auch in einem Jahr noch 10 Euro pro Monat. Ihr habt ja 10 Euro vereinbart. Und wenn das Geld dann viel weniger wert ist, dann zahlst du halt im Gegenwert viel weniger zurück. Genau. Ja, ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen. Ich gehe nochmal ganz einfach durch. Schau dir mal ja, sogenannte Mikrotransaktionen an, also sowas wie ja, Kleinstbeträge, die man mal hier und mal da lässt, oder Aufrundungen. Schau dir mal ja, die ganze Spielewelt hat man schon an, also Google Play Store, App der im App Store und so weiter, die Apps an. Dann schau dir mal ganz genau an, wie viel Kosten du auf Reisen hast. Ja, also für das Reisen an sich, ist es günstiger mit dem Auto zu fahren? Oder ist es günstiger, mit dem Zug zu fahren? Also vergleich da ruhig mal. Vielleicht brauchst du keinen Zweit- oder Drittwagen, vielleicht reicht dir einer. Vielleicht kannst du ja auch eine Pauschalreise buchen oder du buchst halt erstmal nur das Flugticket bis zum Ort. Das kann ich dir übrigens aus eigener Erfahrung sagen. Das ist deutlich günstiger. Gehst dann vor Ort zu einem Hotel und fragst, was kostet es, dann zahlst du viel, viel weniger, weil diese ganzen Vermittlungsgesellschaften plötzlich raus sind. Genau, dann schau mal nach den richtigen Reisezeiten. Es gibt ja so Hauptreisezeiten, wo alles doppelt so teuer ist, als wie zum Beispiel, wir leben hier in einem absoluten Luxusding und zahlen hier, weiß nicht, ein Viertel von dem, was man in der Hauptsaison bezahlen würde. Ja, sonst wären wir gar nicht hier, weil wir achten da schon drauf. Ja? Und dann Kontoführungsgebühren, ja, wird ganz, ganz häufig unterschätzt, gerade wenn du, wie ich dir in dem gestrigen Video als Tipp gegeben habe, ganz viele Konten hast, dann schau mal, dass du dort die Konten nimmst, die halt nicht so viel Geld kosten. Kontoführungsgebühren oder aber eben auch mach deine Steuererklärung, ja. Ganz, ganz viele Menschen machen die Steuererklärung nicht, weil sie denken, es ist viel zu kompliziert.
Wenn du das so denkst, dann geh zu einer Steuerberaterin, sag hier, mach meine mach meine Steuerberatung, dann kriegst du halt statt den 3.000 Euro, die du zurückbekommst, nur 2.000 Euro zurück, weil 1.000 Euro kostet die Steuerberaterin. Du hattest keinen Stress, aber wenigstens hast du die 2.000 Euro wiederbekommen. Ja? Mach eine Steuererklärung. Dann also schau dir mal deine Kreditkartenabrechnungen durch und höre endlich auf zu rauchen. Ja? Für den einen ist es Rauchen, für den anderen sind es, keine Ahnung, die Chips oder die Flips oder was weiß ich, was man da so vom Fernseher isst. Also höre auf, diese unbewussten Dinge zu tun. Rauchen ist ja total unbewusst. Falls du rauchst, dann frag dich mal, wie viele Zigaretten hast du heute geraucht? Wenn dir jetzt nicht sofort eine Zahl einfiel, dann heißt es, du hast unbewusst geraucht. Und unbewusst Geld auszugeben, also noch schlimmer geht es gar nicht. Ja? Ich weiß, das klingt erstmal nach sehr, sehr viel Arbeit, aber es lohnt sich, denn diese ganzen Unternehmen, die es da auf dem Planeten gibt, die, in die du eigentlich investieren solltest, die nämlich geschafft haben, aus deiner Geldausgabe eine Gewohnheit zu machen, die freuen sich alle, reiben sich die Hände, du hast die Gewohnheit zu rauchen, du hast die Gewohnheit vom Fernseher ein paar Chips zu essen, wunderbar, immer wenn du Fernsehen guckst, verdiene ich Geld. Und genau das ist ihre Logik und das wollen die auch. Die graben sich so tief in dein Bewusstsein ein, dass wenn du einmal angefangen hast mit sowas, es extrem schwer ist aufzuhören. Aber glaube mir, ich habe mal geraucht, ich habe mich mal völlig ungesund ernährt, ich war vom Fernseher abhängig, habe also jeden Tag nach der Arbeit Fernsehen geguckt. Es geht auch ohne. Also man kann es loswerden, man sollte es sogar loswerden, weil das Wichtigste ist nochmal, wenn eine Krise kommt, dann sind diese Chips, diese Zigaretten, keine Steuererklärung, diese ganzen Dinge, die ich dir jetzt erzählt habe, kannst du nochmal zurückspulen, das war sehr, sehr viel, die sind dann der letzte Nagel am Sarg für deine finanzielle Privatinsolvenz vielleicht oder dafür, dass du, ich hoffe, ihr hört das, jetzt sind die beiden Vögel wieder da und machen hier ein bisschen Ballett. Genau, also in diesem Sinne, schmeiß dich mal ran. Ich werde dir das nochmal als PDF mit hier hinterlegen. Und zwar nennt sich das Geldfresser finden. Schau dir das gerne mal an. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei auf der Suche. Und wenn du jetzt sagst, boah, das ist mir alles viel zu viel. Ja, schon alleine diesem Video zu folgen, diesen 20 Minuten, das sind jetzt 22 Minuten, ist mir viel zu anstrengend, ich habe gar keine Lust darauf, dann kann ich dir empfehlen, komm mit am Montag in die nächste Runde zu Rezepte zur Freiheit der Investmentheld. Denn eine ganze Woche beschäftigen wir uns ausschließlich mit diesem Thema. Welche Geldfresser gibt es? Wie finde ich die? Wie kann ich sie eliminieren? Wir geben ganz viele Strategien raus, wie du teilweise mit einem Anruf deine Stromrechnung halbieren kannst und so weiter. Also wenn du darauf Bock hast, dann klicke über dem Video oder unter dem Video, weiß ich jetzt nicht, den Link zu unserem anstehenden Coaching und komm mit in die Geldfamilie rein, bewirb dich, lass uns miteinander reden und dann sehen wir uns vielleicht in den nächsten 12 Wochen und am Ende der 12 Wochen hast du dein Finanzfundament aufgestellt, deine Einnahmen erhöht, deine Ausgaben reduziert, investiert in verschiedene diverse Anlageformen etc. pp. Und kannst ganz gelassen in die jetzt hoffentlich nicht allzu bald anstehende Krise blicken. Denn eine Krise kommt immer, denn wie gesagt, nach der Krise ist vor der Krise und wann auch immer die nächste Krise kommt, sie kommt mit Sicherheit. In diesem Sinne, wir sehen uns dann entweder im Bewerbungscall oder direkt, du kannst direkt auch kaufen, in dem Coaching, was am Montag losgeht. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Schöne Grüße hier aus Kobamgarn. Mach's gut. Ciao.